Das ist schon ein kerniger Anstieg. Ja. Wenn hier Wasser runterläuft, da spült sich die Löcher rein. Bei dieser Frühlingswanderung hier haben wir wunderschöne Blühaspekte gerade unterhalb vom Kiefernwald auf dieser mittleren Höhenstufe. Und wir haben ein Meer aus Gelb, Lila, Helllila, teilweise auch Weiß noch dazwischen. Viele schöne Blumen, teilweise kennen wir sie auch von zu Hause. Das Gelbe hier ist die Besenrauke. Hier haben wir einen Natternkopf, der so dunkel purpurlila ist. Davon haben wir zu Hause eine ähnliche Art, die auch gerne auf so Kiesböden wächst, aber viel kleinere Blüten hat. Dann haben wir den Asphaltklee in Helllila und im Übergang hier zu der wunderschönen Kanarenkiefer, ja, das, was die meisten Touristen liebevoll Riesenlöwenzahn nennen. Das ist aber gar kein Löwenzahn, sondern eine Gänsedistel, aber schon auch verwandt mit dem Löwenzahn. Ja, ein Potpourri an Farben und macht einfach Spaß, hier gerade durchzulaufen. Sitzt eine Ödlandschrecke. Die ist gut getarnt, aber wenn sie auffliegt, kann man rote oder blaue Flügel sehen. Und die mag gerne solche trockenen, ruderalen Standorte. Ja, die Apfelblüte beginnt auf La Palma. Ja, Mitte März, also man ist immer ein bisschen früher, aber umso schöner. Bienen kommen schon. Ja, und hier mit diesen filigranen Blättern haben wir wilden Fenchel. Lecker. Ja, nach 1,1 Kilometer kernigem Aufstieg sind wir schon warm, aber jetzt haben wir noch 2,3 vor uns bis zur Hoyo de la Cima, was eine wunderbare Höhle ist. Aber von da aus geht es dann zum Glück wieder bergab. Jetzt geht's aber zickzack hier. Ha, ha. Im Mini-Barranco geht's hier bergauf. Ganz schön steil. Aufstieg. Man kommt leicht ins Transpirieren. Ich habe ja gesagt, kerniger Aufstieg. Mann, oh Mann, kerniger Aufstieg. Wer möchte noch? Bitte. Ja, dann schnuppern und rein. Interessant.
Nee, giftig nicht, aber. Na, riecht so, wie so ein Lösungsmittel. Stinkt ziemlich unangenehm für unsere. Das auch? Ja, das ist die Blüte dazu und die Frucht. Das ist der stinkende Storchschnabel. Den gibt es auch bei uns in Deutschland. Aber unstinkt. Also Storchschnabel sieht man ja hier an den Früchten, diese langen schnabelartigen Fortsätze. Daher Storchschnabel, aber dass er stinkend heißt, er riecht wirklich unangenehm. Und er heißt auf Lateinisch Gesanium Robertianum. Und der Erstbestimmer, der gesagt hat, der soll jetzt Robert heißen, der hat ihn einem Erzfeind gewidmet, der Robert hieß. Den er also damit verunglimpft hat, dass er eine stinkende Pflanze nach ihm benannt hat. Das ist immer so eine schöne Geschichte, die man als Botanikerin auf der Erstexkursion lernt. Wir kommen jetzt immer höher in die Kiefernwaldzone hier auf La Palma und man sieht, dass sich der Unterwuchs total verändert. Diese gelb blühenden Riesenlöwenzähne in Anführungsstrichen, die werden immer weniger. Und was jetzt immer häufiger wird, ist hier im Moment der weißblühende Busch, verwandt mit unseren Ginsterarten. Es gibt auch gelbblühende, aber hier haben wir jetzt diesen weißblühenden, der jetzt auch gerade im Frühling total schön in Blüte steht. Und je höher wir kommen, sieht man jetzt auch, dass die Kiefern immer dichter werden. Und wir sehen jetzt, ich weiß nicht, ob es zu erkennen ist, dass so leichte Wolken hier rüberziehen. Und die Kanarenkiefern, die haben ja sehr lange Nadelbüschel an ihren Zweigen. Und die wirken im Prinzip wie so Kämme. Also aus dem bisschen Wolke, Nebelwolke, filtern die schon die Feuchtigkeit raus. Und das ist eins ihrer Geheimnisse, warum sie in diesen höheren Stufen so gut wachsen können. So, wir haben den Aufstieg geschafft. Der höchste Punkt ist erreicht. Alle Höhenmeter überwunden. Oder fast alle. Jetzt geht's ins Loch zum Hoyo de la Cima. Und danach kommt der eigentliche Höhepunkt der Wanderung. Die Coladas de San Juan. Die Auswürfe und der Lavafluss des San Juan. Freut euch. Beeindruckend. Geht viel tiefer runter, als man so denkt. Aber man sieht irgendwie auch gleich wieder, wenn man hier so einen Schwenk macht, wie dann so ein bisschen Schatten und mehr Feuchtigkeit das Grün hervorbringt. Und da, wo der Sonnenhang ist, ist alles karg und kahl.
So, jetzt haben wir sogar schon eine blühende Zistrose entdeckt. Eigentlich sind die alle hier noch in Knospe, noch vor der Blüte. Aber diese hier hat für uns extra für uns schon mal eine Blüte aufgemacht. Und was man auch wirklich schön sieht, dass die immer so zerknitterte Blätter hat, Blütenblätter. Also dann kann man die Zistrosen gut erkennen. Ich habe immer so das Gefühl, ich müsste die bügeln, damit die mal glatt werden. Aber nein, sie sehen auch so wunderschön aus. So, jetzt klauen wir der hier auch noch mal ein paar Blätter. Diese Blätter sind ganz klebrig, wenn man die mal anfasst. Und das kommt daher, dass sie so Drüsen mit ätherischen Ölen haben. Und man kann davon einen herrlichen Gesundheitstee machen. Es gibt Palmeros, die sagen, wenn man jeden Tag eine Tasse von diesem Zistrosentee trinkt, dann ist man gefeit gegen jede Erkältungskrankheit. Willst du den trinken? Ja, Britta hat gerade gesagt, kann man tollen Tee von machen. Und das werde ich doch gleich mal probieren. Klebt. Hier ist eine Wand von Lava plötzlich aufgetürmt. Und wow! Ja, hier diese Wellen von Lavabrocken, die hintereinander liegen. Dieser jetzt von Eidechsen bewohnte Höllenschlund ist der Ausbruchskanal des Vulkans San Juan, 1949 im Juni ausgebrochen. Und wie man sieht, 6 Wochen lang floss hier dünnflüssige Lava durch den Kanal und lagerte sich in Schichten ab. Wunderschöne Farbspiele von Schwarz über Gelb und Weiß bis Rot und Braun hat sich hier alles abgelagert. An anderen Stellen Höhlen gebildet. Und ja, man kann sich vorstellen, das ist ein energiereicher Platz. Hier ist richtig was los gewesen. Wow, hier sind wir jetzt mitten in einem alten Lavaflow. Und es ist einfach faszinierend, wie auf diesem unwirtlichen Gestein dann schon wieder die ersten Lebensformen auftauchen. Also ich nenne sie ja Blumenkohlflechte. Ob die so heißt, weiß ich nicht, aber es ist tatsächlich eine Flechte. Und Flechten sind sehr faszinierende Lebensformen, die eine Symbiose aus Pilz und Alge bedeuten. Also der Pilz stellt den Körper und die Algen sind für die Photosynthese in die Zellen des Pilzes eingelagert. Und so können die auch diese unwirtlichen Standorte als erstes wieder mit besiedeln. Stellen, wo die ersten Pflanzen anfliegen, ob das Gräser sind, die ja von weit her kommen, wo ein bisschen Rest Wasser vom Tau, vom Morgennebel ist oder auf den Schattenseiten. Und da können sich wirklich anspruchslose Pflanzen schon mal wieder ansiedeln. Und wenn die dann zerfallen und absterben, bildet sich der erste Humus und der ist dann das Nährbett für die nächsten Pflanzen, die kommen hier. Besonders genügsam ist dieser kleine Ampferbusch, der ja dahinter mir ist noch einer, der Mondampfer heißt. Und irgendwann kommen dann die Kiefern, also bietet eins immer dem anderen praktisch das Nährbett, um auch solche unwirtlichen Standorte wieder besiedeln zu können. Aber wie wollt ihr euch einteilen? Komm her, du kriegst einen halben ab. Danke. Karin, du auch?
kommst du in der Hoffnung auf ein Stück Schokoriegel. Natürlich. Na, hat sich doch der Weg gelohnt. Oh, liest aber hast schnell du schon ein Stück in abgebrochen Wärme. Hier? Mhm. Das ist ja hier delicado. So, hier sieht man sehr schön, wie die Lava einen Tunnel gebaut hat. Die Lava floss ja hier bis zur Oberkante flüssig runter, erkaltete dann an der Oberfläche, bildete das Dach und unten drunter war es noch schön heiß, da floss die Suppe weiter. Und offensichtlich hat es hier mal eine kleine Verstopfung gegeben und dann schwappte das oben drüber. Deswegen sieht das hier so schön glatt aus. Und ja, das geht runter bis zu noch größeren Höhlen. Die Lava floss bis ans Meer ran. Por el camino del sitio viejo, un carretero alegre pasó. Por el camino del sitio viejo, un carretero alegre pasó. San Nicolas, noch 3,5 Kilometer und da soll es einen guten Kaffee geben. Hoffentlich sind wir bald da. Das stimmt überhaupt nicht. Barraquito. Oh, Kaffee solo. Auf geht's. Barraquito, wir kommen. Konzentration, aber wunderschön. Aber bald. Bald sind wir da und dann gibt es Barraquito. Barraquito. So geht das seit ungefähr einer Stunde. Könnt ihr euch vorstellen, wie anstrengend das ist? Verdammt anstrengend. Trotzdem eine geile Wanderung. Darauf haben wir uns jetzt den ganzen Tag. Endlich. Mit letzter Kraft schleppen wir uns zur Wahl. Verdient! Was? Wo ja auch nicht? Sieht das spektakulös aus? Sieht doch lecker aus, ne? Wer will, kann das jetzt schichtweise trinken. Aber die meisten rühren es auf. Und zwar, das ganz unten ist ganz süße Kondensmilch. Vielleicht nicht alles aufrühren. Dazwischen ist Kaffee und oben ist Milchschaum. Und das ist ein Likör 43. Also, ein bisschen rühren und dann wird das Ganze lecker. Kondensmilch. Ah. Ganz hinreißend. Da also lohnt sich jede Wanderung für, oder? Salut. Salut. Salut.